Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Vorlesung und alles Gute zum neuen Jahr. In den letzten beiden Sitzungen vor Weihnachten haben wir wichtige politische Strömungen des 19. Jahrhunderts kennengelernt. Liberalismus und Anarchismus, Sozialismus und Marxismus. Und man kann sagen, dass zusammen mit den vorausgehenden Bewegungen diese Strömungen die maßgeblichen Grundlagen heutiger politischer Philosophie geschaffen haben. Das heißt, die hauptsächlichen Ansätze und Orientierungen des modernen politischen Denkens liegen mit dem Ausgang des 19. Jahrhunderts vor. Natürlich werden daran Veränderungen und Verfeinerungen vorgenommen, aber die wesentlichen Vokabeln, die wichtigsten Perspektiven für das moderne Denken sind erschlossen. Das betrifft sowohl die grundlegenden Kategorien der politischen Philosophie als auch die konkreten Formierungen politischer Positionen. Denken Sie an die drei Grundrechtstypen, dieser Kanon von Partizipationsrechten, Abwehrrechten, Anspruchsrechten ist mit dem 19. Jahrhundert erkannt und ausgearbeitet und das ist der wesentliche Rahmen für die moderne politische Philosophie. Oder denken Sie an verschiedene konkrete politische Bewegungen. Das 19. Jahrhundert kennt eine Vielzahl von Strömungen, eben Liberalismus, Anarchismus, Sozialismus, Marxismus, Konservatismus, Nationalismus. Die leben deutlich in den heutigen Parteien fort, die machen erkennbar deren Profil aus und decken ihr Spektrum weitgehend ab. Das heißt, so die wichtigsten Eckpunkte des heutigen politischen Denkens haben sich mit dem 19. Jahrhundert entwickelt. Die maßgeblichen Konzepte und Lager finden Sie da zumindest im Ansatz. Aber natürlich gibt es trotzdem neue Ideen in der heutigen politischen Philosophie. Und die werden jetzt Thema der abschließenden drei Sitzungen dieser Vorlesungsreihe sein. Erstens zum Beispiel kann es darum gehen, frühere Entwürfe wiederzubeleben, zu erneuern, auch umzugestalten, zu verbessern. Zum Beispiel kann es darum gehen, den genauen Umfang dieser klassischen Grundrechte zu bestimmen und diese Rechte nach heutigem Verständnis korrekt gegeneinander abzuwägen. Das macht zum Beispiel der moderne Kontraktualismus, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Der greift die klassischen Vertragstheorien von Hobbes, Locke, Rousseau auf, modifiziert sie und versucht hiermit die Gerechtigkeit von Institutionen mit größerer Genauigkeit und in modernerem Sinne zu bestimmen. Zweitens, es kann darum gehen, eine zeitgemäße und reflektierte Grundlage für einen Demokratiegedanken zu schaffen. Das ist ein uralter Gedanke, der lebt schon in der griechischen und römischen Antike. Der wird in den bürgerlichen Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts wieder aufgegriffen. Aber heute wird man Partizipationsrechte anders begründen und anders auslegen als damals. Und das geschieht zum Beispiel in der Diskurstheorie, die uns nächste Woche beschäftigen wird. Insbesondere geht es da um die Frage nach angemessenen Formen gesellschaftlicher Normbildung. Und drittens, man kann politische Einzelfänomene herausgreifen, die entweder ganz neuartig sind oder die man vielleicht als jetzt auch richtig versteht. Nicht zuletzt gibt es ja Fortschritte in Psychologie und Soziologie. Und die können dazu beitragen, dass auch politische Philosophie sich mit einem entsprechend geschulten Blick auf bestimmte gesellschaftliche Erscheinungen stürzt, sie erstmals wahrnimmt oder zumindest besser begreift. Das gilt zum Beispiel für das Phänomen der Macht. Und dem wird dann die abschließende Sitzung gewidmet sein. Macht ist natürlich auch eine uralte Erscheinung. Vielleicht ist sie das zentrale Phänomen der Politik überhaupt. Aber in jüngerer Zeit gibt es ein zunehmendes Interesse dafür, dass Macht vielleicht nicht nur in den üblichen Formen staatlicher Zwangsmacht vorliegen kann, sondern auch subtilere Erscheinungsweisen kennt, die politisch aber nicht weniger effektiv sind und philosophisch nicht weniger interessant sind. Heute befassen wir uns mit der Gerechtigkeit von Institutionen. Die kann man natürlich aus ganz verschiedenen Perspektiven behandeln, aber ein sehr wirkmächtiger Ansatz aus der jüngeren Vergangenheit ist der moderne Kontraktualismus. Der knüpft an den klassischen Kontraktualismus an, also an diese aufklärerischen Vertragstheorien von Hobbes, Locke, Rousseau. Er formuliert sie um, er passt sie an moderne Verhältnisse und Fragestellungen an. Und wie war das nochmal beim klassischen Kontraktualismus? Dessen Grundgedanke war ja, der Staat ist zu verstehen eben als ein freiwillig geschlossener Vertrag zwischen den Bürgern. Genauer ist er in seiner grundsätzlichen Gestalt und in seiner konkreten Form legitimiert, wenn sich zeigen lässt,
dass die Teilnehmer eines idealen Naturzustands den im rationalen Eigeninteresse gründen würden. Die Grundidee ist also, wir rekonstruieren einen fiktiven Vertrag zwischen freien Naturzustandsteilnehmern, um hier durch die grundsätzliche Rechtfertigung und den genaueren Maßstab für reale Staaten zu gewinnen. Die Randbedingung ist dabei, diese Teilnehmer dürfen allein von amoralischer Rationalität motiviert werden. Die haben nur den eigenen Vorteil im Sinn, vor allem ihre eigene Sicherheit. Sie befinden sich dabei aber in einem fairen Ausgangszustand. Im Naturzustand werden sie gleich an Kräften und Schwächen gedacht. Jeder ist gleichermaßen auf Schutz und Unterstützung angewiesen. Das ist zumindest mal eine idealtypische Interpretation des klassischen Kontraktualismus. Wir hatten gesehen, dass die konkreten Entwürfe davon gelegentlich ein bisschen abweichen. Insbesondere Locke und Rousseau halten sich wohl nicht an diese beiden Bedingungen des fairen Ausgangszustands und der amoralischen Rationalität. Sie erinnern sich vielleicht, bei Locke gibt es schon im Naturzustand dieses Law of Nature. Das ist eine inhaltliche Norm, die die Respektierung von Freiheit und Gleichheit vorschreibt. Die gilt bereits im Naturzustand und wird von dort auf den Gesellschaftszustand eigentlich nur übertragen. Und bei Rousseau war es so, dass dessen Teilnehmer des Naturzustands bestimmt moralische Motivationen brauchten, um in den Gesellschaftszustand überzugehen. Die mussten der Volonté générale folgen. Und das ist ein wirklich moralisch ausgewiesener Gemeinwille. Den müssen sich die Teilnehmer zu eigen machen, wenn sie den Staat gründen wollen. Die bloß eigennützigen Interessen können dafür nicht genügen. Hobbes war derjenige, der sich wohl am ehesten an diese Spielregeln hielt. Bei dem gab es sicherlich keine relevanten inhaltlichen Normen im Naturzustand. Und bei dem hatten die Teilnehmer bestimmt keine moralischen Motivationen. Aber bei Hobbes wurde genau deshalb auch fragwürdig, ob die Herleitung des Staates überhaupt gelingt. Es gibt Grund zum Zweifeln, ob Hobbes Naturzustandsteilnehmer tatsächlich in den Gesellschaftszustand übergehen würden. Die schienen eher in einer Blockade befangen zu sein. Niemand dürfte eigentlich vernünftigerweise bereit gewesen sein, seine Waffen niederzulegen, weil er damit riskiert hätte, sofort von den anderen vernichtet zu werden. Das deutete sich in Hobbes eigenen Ausführungen an. Er schreibt ja, der Souverän soll durch einen Vertrag eingesetzt werden, aber dann schreibt er, gerade die Einhaltung von Verträgen ist nur vernünftig, wenn es bereits einen Souverän gibt, der die Verträge schützt, der die Einhaltung überwacht. Es zeigte sich auch in dieser spieltheoretischen Rekonstruktion, dieser Hobbesche Naturzustand sah schon nach einem Gefangenendilemma aus und da ist es rational, sich nicht kooperativ zu verhalten, also nicht in den Gesellschaftszustand überzugehen. Damit ist der klassische Kontraktualismus nicht sinnlos, aber zumindest diese Herleitung des Staates, die man gemeinhin von ihm erwartet, gelingt ihm möglicherweise nicht. Die Teilnehmer eines solchen Naturzustands können den Gesellschaftszustand zwar im rationalen Eigeninteresse wünschen, weil er in der Tat für alle letztlich doch besser wäre als der Naturzustand, aber sie können ihn wohl nicht erreichen, sondern sie würden sich ständig blockieren. Und entsprechend wäre der Staat dann auch nicht gerechtfertigt als Ergebnis des Naturzustands, holla, sondern allenfalls im Vergleich mit dem Naturzustand, weil dieser Gesellschaftszustand für alle Beteiligten anerkanntermaßen besser wäre. Und Sie können den modernen Kontraktualismus möglicherweise als Reaktion auf dieses Blockadeproblem verstehen. Der moderne Kontraktualismus sucht zwar zumeist Anschluss an Hobbes, Locke, Rousseau, aber er verändert seine Perspektive dabei in einer Weise, die man eventuell als bewusste Reaktion auf dieses Blockadephänomen verstehen kann. Denn erstens, sein Herleitungsziel ist nicht mehr eine Rechtfertigung des Staates überhaupt, sondern nur noch die Gerechtigkeit staatlicher Institutionen zu klären. Entsprechend befinden sich seine Teilnehmer nicht mehr in so einem Naturzustand, aus dem heraus sie den Gesellschaftszustand herstellen müssten, sondern in einem sogenannten Urzustand, in dem sie allein noch zwischen verschiedenen möglichen Gesellschaftszuständen auswählen müssen. Die Herbeiführung dieses Zustands ist nicht mehr Teil ihrer Aufgabe. Die müssen keinen Vertrag mehr schließen. Die müssen keinen Souverän einsetzen. Die müssen keinen Staat gründen. Der Staat kommt so oder so. Sie müssen nur festlegen, wie er ausschauen soll.
Das heißt, durch welche Institutionen er genauer geprägt sein soll. Der zweite Unterschied: Ihre Wahlsituation ist nicht mehr eine Interaktionssituation, sondern eine Ungewissheitssituation. Das heißt, die Folgen Ihrer eigenen Wahl hängen nicht mehr von der Wahl der anderen Teilnehmer ab, wie im Naturzustand des klassischen Kontraktualismus, sondern vom Ausgang eines geeigneten Zufallsprozesses, der diesen Urzustand des modernen Kontraktualismus charakterisiert. Und damit ist auch nicht mehr Spieltheorie einschlägig, die analysiert Interaktionssituationen, sondern Entscheidungstheorie. Entscheidungstheorie untersucht Ungewissheitssituationen. Das heißt, man könnte salopp sagen, die spielen nicht mehr Schach gegen andere Personen mit deren eigenen Interessen, sondern die spielen Roulette gegen den blinden Zufall. Die Randbedingungen sind allerdings wieder die gleichen. Die Teilnehmer sind wieder allein durch amoralische Rationalität gekennzeichnet, das heißt, sie wollen nur ihren eigenen Anteil optimieren. Und dieser Urzustand ist auch wieder ein fairer Ausgangszustand, das heißt, die Entscheidungssituation ist für alle identisch. Wie das genauer aussieht und funktioniert, das schauen wir uns gleich genauer an. Aber die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum klassischen Kontraktualismus deuten sich jetzt schon ein bisschen an. Es ist wieder eine ähnliche Grundintuition am Werk. Gerecht ist das, wozu sich Menschen in ihrem klugen Eigeninteresse unter fairen Ausgangsbedingungen freiwillig entschließen würden. Diese fairen Ausgangsbedingungen sind der moralische Input des Modells, deshalb ist das Ergebnis ethisch vertrauenswürdig, aber die sind auch der einzige moralische Input des Modells. Ansonsten darf das kluge Eigeninteresse walten. Unter diesen fairen Bedingungen kann das kluge Eigeninteresse zu einem gerechten Ergebnis führen. Aber wir haben jetzt eine andere Wahlsituation. Die Teilnehmer müssen nicht mehr den Gesellschaftszustand herbeiführen, indem sie irgendwie ihre Interaktionen koordinieren, was dann möglicherweise an spieltheoretischen Blockaden scheitert. Vielmehr, die müssen nur noch ein Staatsmodell aussuchen, wobei sie in Ungewissheit über gewisse Parameter bleiben, sodass sie in dem Sinne eine entscheidungstheoretische Aufgabe zu bewältigen haben. Der bekannteste Vertreter dieses modernen Kontraktualismus ist John Rawls. Und mit dem werden wir uns heute auch ausgiebig befassen. Aber tatsächlich gibt es noch einen anderen Autor, der dieses Herleitungsmodell benutzt hat, und zwar interessanterweise noch vor Rawls. Und das ist John Harsanyi. Entsprechend gibt es auch so einen leichten Prioritätsstreit zwischen den beiden. Dabei erkennt Rawls offen an, dass Harsanyi den wesentlichen Gedanken bereits vor ihm skizziert hat. Und Harsanyi seinerseits schreibt, dass vor beiden es noch andere Autoren gab, die ähnliche Ansätze verfolgt haben. Also die Idee lag möglicherweise in der Luft. Und wahrscheinlich sind Harsanyi, Rawls und auch andere Autoren unabhängig voneinander darauf gekommen. Dass Rawls viel bekannter unter Philosophen ist als Harsanyi, hat zwei einfache Gründe. Erstens, Rawls ist Philosoph. Harsanyi aber ist Ökonom. Zweitens und damit zusammenhängend, Rawls hat sein Modell in einem ausführlichen Buch erläutert, das unter Philosophen sehr berühmt geworden ist. Harsanyi hingegen hat mehrere kürzere Aufsätze zu dem Thema veröffentlicht, in ökonomischen Fachzeitschriften. Harsanyi ist also Wirtschaftswissenschaftler. Der ist sogar Nobelpreisträger. 1994 hat er den bekommen, und zwar zusammen mit John Nash, auch ein sehr bekannter Spieltheoretiker, über den vor einigen Jahren der Film A Beautiful Mind mit Russell Crowe in den Kinos lief, und zusammen mit Reinhard Selten aus Bonn, auch ein bekannter Spieltheoretiker. Die haben also alle drei da in diesem Jahr den Nobelpreis bekommen für ihre Arbeiten zur Spieltheorie. Harsanyi hat außerdem eben zur politischen Ökonomie und zur politischer Philosophie gearbeitet. Von der Grundausrichtung ist Harsanyi dabei liberalistisch-utilitaristisch geprägt, was nicht untypisch ist für Ökonomen. Bei ihm wird das aber besonders begründet, nämlich eben kontraktualistisch. Und diese Grundidee hat er erstmals in einem Aufsatz von 1953 skizziert mit dem Titel Cardinal Utility in Welfare Economics and in the Theory of Risk-Taking. Zu Deutsch ungefähr numerisch messbarer Nutzen in der Wohlfahrtökonomie und in der Theorie des Eingehens auf Risiko oder des Hinnehmens von Risiken.
erschienen im Journal of Political Economy. Dieser Aufsatz ist gerade mal 2 Seiten lang. Später hat er das in weiteren Publikationen genauer ausgebaut. Und sein Ansatz lautet wie folgt. Stellen wir uns mal vor, jemand könne die Einkommensverteilung in seiner Gesellschaft frei bestimmen. Er hat also verschiedene Verteilungsmuster zur Auswahl und er darf das wählen, das ihm am besten gefällt. Er muss seine Wahl aber treffen, ohne zu wissen, welche Position in der gewählten Gesellschaft ihm selbst zukommen wird. Genauer muss er davon ausgehen, dass ihm jede einzelne Position in der gewählten Gesellschaft mit derselben Wahrscheinlichkeit zugelost werden könne. Salopp also ist der Gedanke, du darfst den Kuchen teilen, du weißt aber nicht, welches Stück du kriegst. Genauer, es gibt ganz unterschiedliche Kuchen zur Auswahl, mit unterschiedlicher Gesamtgröße, mit unterschiedlichen Stückzahlen, mit unterschiedlicher Einteilung. Es gibt große und kleine Kuchen, mit mehr oder weniger Stücken, mit eher ungleich großen oder mit eher gleich großen Stücken. Davon darf ich den wählen, der mir am besten gefällt, und dann bekomme ich mein Stück aus diesem Kuchen zugelost. Daran erkennen Sie die wesentlichen Komponenten des klassischen Kontraktualismus. Die Motivationslage ist amoralische Rationalität. Der soll seine Wahl ganz nach rationalem Eigennutz treffen. Er will für sich selbst das beste Ergebnis, das größte Kuchenstück haben. Zugleich ist es ein fairer Ausgangszustand. Er ist in Unkenntnis der eigenen Position. Deshalb kann er die Wahl nicht parteilich zum eigenen Vorteil treffen. Er weiß nicht, welches Stück er dann bekommen wird. Außerdem sehen Sie die wesentlichen Unterschiede zum klassischen Kontraktualismus. Man hat es nicht mehr mit einem Naturzustand zu tun, aus dem heraus der Gesellschaftszustand von den Teilnehmern hergestellt werden müsste. Die müssen den Kuchen nicht backen. Vielmehr ist klar, der Gesellschaftszustand wird kommen. Die Frage ist nur, welcher. Und genau das ist, was die Entscheider wählen müssen. Welcher Kuchen soll es denn sein? Und es ist nicht mehr eine Interaktionssituation, in der die Folgen meiner Wahl vom Verhalten der anderen abhängen. Geben die auch ihre Messer ab oder nicht? Nein. Vielmehr, wir haben eine Ungewissheitssituation, wo die Folgen meiner Entscheidung vom Zufall abhängen. Welches Kuchenstück bekomme ich dann zugelost? Deshalb ist hier nicht mehr Spieltheorie einschlägig. Wir müssen nicht mehr Matrizen analysieren, wie im Gefangenendilemma, wo die Züge verschiedener Spieler zusammentrafen und die Einträge in diesen Kreuzungsfeldern dann die Auszahlung an die Spieler anzeigten, sondern jetzt ist Entscheidungstheorie gefordert. Die Frage ist, welche Option soll ein Entscheider wählen, wenn er nicht weiß, welche der jeweiligen Ausgänge sich realisieren wird? In unserem Fall also, welche Einkommensverteilung soll er wählen, wenn er nicht weiß, welche der einzelnen Positionen ihm dann zugelost werden wird? Und das ist keine triviale Frage. Das ist das klassische Problem der rationalen Entscheidungstheorie, der Rational Choice Theory, der Rational Decision Theory. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Vorschläge, was dann klug ist. Einer davon ist aber sehr verbreitet und Harsanyi glaubt, dass der Recht hat. Er glaubt, in so einer Entscheidungssituation solle man Nutzen-Erwartungswerte maximieren. Und das läuft in Verteilungsfragen auf einen Durchschnittsnutzen-Utilitarismus hinaus. Das ist nicht schwer zu begreifen und am besten versteht man es, wenn man es an einem konkreten Beispiel macht. Stellen wir uns vor, unser Entscheider hat die Wahl zwischen 2 Gesellschaftsformen mit entsprechenden Einkommensverteilungen. Er kann entweder eine freie Marktwirtschaft wählen, also reinen Kapitalismus ohne irgendwelche Umverteilung, oder er kann eine soziale Marktwirtschaft wählen, wo es also eine soziale Absicherung für Grundbedürfnisse gibt und dann noch einen freien Markt für Luxusgüter oder so. Machen wir es ganz vereinfacht, wir stellen uns vor, in beiden Gesellschaften gäbe es jeweils 100 Beteiligte. Es könnten auch unterschiedliche Bevölkerungszahlen sein in den beiden Optionen, aber wir nehmen mal an, es sind jeweils 100. Und dabei gibt es verschiedene Rollen mit jeweils typischen Nutzenniveaus, also Glücksniveaus oder Präferenzerfüllungsniveaus. Sagen wir, in der freien Marktwirtschaft gibt es 10 Superreiche mit einem Nutzenwert von 50, 70 Mittelständler mit einem Nutzenwert von 20 und 20 Verelendete mit einem Nutzenwert von 0. Sehr vereinfacht, aber vielleicht so einigermaßen realistisch.
In der sozialen Marktwirtschaft kommt es zu einer gewissen Umverteilung durch ein Steuersystem. Und sagen wir, da sieht es dann so aus, es gibt 80 Wohlhabende mit Nutzenwert 10 und 20 Hilfeempfänger mit Nutzenwert 5. Ist wieder sehr vereinfacht, aber grundsätzlich nachvollziehbar. Sagen wir, die Superreichen und die Mittelständler werden durch Steuern herabgestuft zu Wohlhabenden und die Verelendeten werden durch diese Steuern unterstützt zu diesen Hilfeempfängern. Aber es geht nicht um die genauen Zahlen, es geht nur ums Prinzip. Und die Frage ist, welches Modell sollte unser Entscheider jetzt wählen? Wenn er aus rationalem Eigennutz wählt, aber nicht weiß, welche Rolle er einnehmen wird. Genauer, wenn er jede Einzelposition mit gleicher Wahrscheinlichkeit erwarten muss. Und Harsanyi meint, er sollte die Gesellschaft wählen, für die der Erwartungswert seines Nutzens maximal ist. Und diesen Nutzen-Erwartungswert berechnet er, indem er die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Rolle mit dem Nutzenniveau dieser Rolle multipliziert und all diese Produkte aufaddiert. Das machen wir jetzt gleich genauer. Seine Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Rolle ist aber die relative Häufigkeit dieser Rolle. Denn jede Einzelposition bekommt er mit gleicher Wahrscheinlichkeit, ein Hundertstel zugelost. Also bekommt er eine bestimmte Rolle mit Wahrscheinlichkeit ein Hundertstel mal der Anzahl der zugehörigen Einzelpositionen. Also in der freien Marktwirtschaft zum Beispiel hat er 10 Hundertstel Wahrscheinlichkeit, dass er ein Superreicher wird. Denn 10 der 100 Einzelpositionen sind Superreiche. Diese Wahrscheinlichkeit multipliziert er mit dem zugehörigen Nutzenwert, das heißt mit 50. Er hat 70 Hundertstel Wahrscheinlichkeit, dass er ein Mittelständler wird. Das multipliziert er mit dem zugehörigen Nutzenwert 20. Und er hat 20 Hundertstel Wahrscheinlichkeit, dass er ein Verelendeter wird. Das multipliziert er mit dem zugehörigen Nutzenwert 0. Und das muss er jetzt alles addieren und das gibt seinen Nutzenerwartungswert für diese erste Option freie Marktwirtschaft. Und wenn Sie es ausrechnen, dann kommt 19 raus auf der Nutzenskala. Das ist eine Art Netto-Nutzen dieser Option. Das ist die Summe der drei möglichen Nutzenniveaus, gewichtet mit den jeweiligen Wahrscheinlichkeiten. Und bei der sozialen Marktwirtschaft macht man genau das Gleiche. Da hat er 80 Hundertstel Wahrscheinlichkeit, dass er ein Wohlhabender wird, mit Nutzenwert 10. 20 Hundertstel Wahrscheinlichkeit, dass er ein Hilfeempfänger wird, mit Nutzenwert 5. Wenn er das alles addiert, ist das sein Nutzenerwartungswert für diese Option, die soziale Marktwirtschaft, und da kommt 9 raus. So, und jetzt sagt Harsanyi eben, es sei vernünftig, diesen Nutzenerwartungswert zu maximieren. Das heißt, ein rationaler Entscheider würde die Gesellschaftsform mit dem größten Nutzenerwartungswert wählen. Und das wäre in diesem Beispiel die freie Marktwirtschaft mit Erwartungswert 19, nicht die soziale Marktwirtschaft mit Erwartungswert 9. Das haben wir jetzt an diesem ganz grob vereinfachten Beispiel durchgeführt, aber das Ergebnis gilt natürlich ganz allgemein. Nach Harsanyi würde ein rationaler Entscheider in dieser fiktiven Wahlsituation immer den Nutzenerwartungswert maximieren. Auch in viel komplizierteren und deshalb viel realistischeren Fällen wäre das seine rationale Strategie. Aber den Nutzenwert zu maximieren bedeutet nichts anderes als den Durchschnittsnutzen zu maximieren. Denn der Nutzenerwartungswert ist der Durchschnittsnutzen. Jedenfalls in diesem Modell, wo die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Rolle zugelost zu bekommen, gleich der relativen Häufigkeit ist, mit der diese Rolle in der Gesellschaft vorkommt. Denn dann ergibt sich der Nutzenerwartungswert, indem man das Nutzenniveau jeder Rolle mit ihrer relativen Häufigkeit multipliziert. Also mit der Anzahl der zugehörigen Einzelpositionen geteilt durch die Gesamtzahl der Teilnehmer. Und dann all diese Produkte aufaddiert. Der Durchschnittsnutzen ergibt sich, indem man die Nutzenniveaus aller Einzelpositionen aufaddiert und diese Summe anschließend durch die Gesamtanzahl der Teilnehmer teilt. Und das Ergebnis ist dasselbe. Das sehen Sie in dem Beispiel sofort. Der Nutzenerwartungswert ist 10 Hundertstel mal das Nutzenniveau des Superreichen plus 70 Hundertstel mal das Nutzenniveau des Mittelständlers plus 20 Hundertstel mal das Nutzenniveau eines Verelendeten. Der Durchschnittsnutzen ist, ja,
die 10 Nutzenniveaus der Superreichen plus die 70 Nutzenniveaus der Mittelständler plus die 20 Nutzenniveaus der Verelendeten geteilt durch 100, durch die Gesamtzahl der Teilnehmer. Das Ergebnis ist identisch, die Frage ist nur, wann Sie durch 100 teilen. Entweder sofort bei jedem Summanden oder ganz am Schluss die Summe. Naja, und weil Harsanyi behauptet, ein rationaler Entscheider werde diesen Nutzenerwartungswert maximieren, ist sein ethisches Ergebnis, dass der Durchschnittsnutzen zu maximieren sei. Also leitet er aus diesem Modell den Utilitarismus her, als allgemeines Prinzip der politischen Ethik. Genauer den Durchschnittsnutzen-Utilitarismus, nicht den Nutzensummen-Utilitarismus. Das ist interessant. Die meisten Utilitaristen sagen, man solle die Nutzensumme maximieren. Das liegt an der üblichen utilitaristischen Begründungsform über einen idealen Beobachter. Da liegt das in der Tat nahe, dass sie die Summe des Nutzens maximieren. Harsanyi hingegen sagt, nein, das soll man nicht tun. Nicht die Nutzensumme, sondern den Durchschnittsnutzen soll man maximieren. Und das liegt an seiner kontraktualistischen Begründungsform über eine fiktive Urzustandswahl. Schauen Sie, die Nutzensumme ist für unseren Entscheider überhaupt nicht interessant. Die Nutzensumme kann sehr groß sein, auch wenn jedes Einzelniveau sehr unattraktiv ist. Es könnte ja sein, dass in der Gesellschaft die Einzelniveaus alle bei 1 liegen, aber die Anzahl der Teilnehmer ist sehr groß, 1 Million. Dann ist die Nutzensumme sehr groß, 1 Million. Aber davon hat unser Entscheider überhaupt nichts. Diese Größe ist für ihn völlig uninteressant, denn er wird ja eben eine Einzelposition zugelost bekommen und damit würde in jedem Fall bei 1 landen, was Elend ist. Der Durchschnittsnutzen ist schon eher interessant für ihn. Denn dieser Durchschnittsnutzen ist immerhin so das mittlere Nutzenniveau, das einer Einzelposition in der fraglichen Verteilung zukommt. 19 ist das mittlere Nutzenniveau hier in dieser freien Marktwirtschaft. 9 ist das mittlere Nutzenniveau in der sozialen Marktwirtschaft. Dieses mittlere Nutzenniveau liegt immer zwischen dem Besten und dem Schlechtesten in der jeweiligen Gesellschaft. 19 liegt eben zwischen 50 und 0, 9 liegt zwischen 10 und 5. Und wo es genau liegt, das hängt eben an den relativen Häufigkeiten der verschiedenen Positionen, die dazu vergeben sind. Und damit gibt der Durchschnittsnutzen immerhin an, wie groß der Nutzen einer Einzelposition in der jeweiligen Gesellschaft ist, gewichtet mit den Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Positionstypen. Und damit ist der Durchschnittsnutzen für einen Entscheider durchaus relevant. Denn das ist der mittlere Ausgang, den er für sich selbst erwarten darf, wenn ihm seine Position zugelost wird. Trotzdem, man kann in Zweifel sein, ob dieser Nutzenerwartungswert und damit der Durchschnittsnutzen wirklich uneingeschränkt ein rationales Entscheidungskriterium ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass es immer vernünftig ist, diese Zahl zu maximieren. Das werden wir gleich noch genauer ansprechen. Das ist eine sehr interessante entscheidungstheoretische Frage, ob Maximierung des Nutzenerwartungswerts immer rational ist. Denn immerhin, auch dieser Nutzenerwartungswert ist nicht das, was unser Entscheider wirklich bekommt. Wenn er die freie Marktwirtschaft wählt, wird er nicht 19 bekommen, sondern entweder 50 oder 20 oder 0 mit den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten. Und man könnte sich überlegen, ob das Risiko, mit immerhin 20% Wahrscheinlichkeit bei 0 zu landen, nicht doch ein bisschen groß ist. Vielleicht gibt es gute Gründe, eher auf Nummer sicher zu gehen und die soziale Marktwirtschaft zu wählen, die zwar vielleicht den schlechteren Erwartungswert hat, aber bei der ich immerhin nicht ins absolute Elend stürzen kann. Das mal im Hinterkopf. Aber jetzt wollen wir uns zunächst einmal mit John Rawls beschäftigen. Auch der macht von diesem Herleitungsmodell Gebrauch, er kommt aber zu ganz anderen Schlüssen. Er gewinnt keinen Utilitarismus als Ergebnis. Er ist sogar ein erklärter Gegner des Utilitarismus. Das liegt aber nicht daran, dass er sagen würde, der Harsanyi hat irgendwie direkt Unrecht. Im Gegenteil, Rawls gibt explizit zu, wenn man das Modell so benutzt wie Harsanyi, dann kommt in der Tat ein Utilitarismus raus. Aber Rawls plädiert dafür, einen anderen Typ von Entscheidungssituation zu entwerfen. Und für diesen anderen Typ sollen dann andere Prinzipien rationaler Entscheidung gelten, nicht Maximierung Nutzenerwartungswert. Und entsprechend kommt dann auch ein anderes Prinzip für die politische Ethik raus.
kein Durchschnittsnutzen-Utilitarismus. Das schauen wir uns gleich genauer an. Geboren ist er 1921 in Baltimore im US-Staat Maryland. Sein Vater war Rechtsanwalt und John war der zweite von 5 Söhnen. Seine Eltern waren beide politisch aktiv. Sein Vater war inoffiziell Berater des Gouverneurs von Maryland und seine Mutter war zeitweilig Präsidentin der lokalen League of Women Voters. Als Kind ist John Rawls zweimal schwer erkrankt, einmal an Diphtherie, einmal an Lungenentzündung. Er hat das jeweils überstanden, aber es haben sich 2 jüngere Brüder jeweils angesteckt und sind daran gestorben. Was für John durchaus traumatisch war, und man darf spekulieren, ob sein leichtes Stottern eventuell daher rühren mag. Er ist erst auf eine öffentliche Schule gegangen. Der Grund war, dass sein Vater ehrenamtlich Aufsichtspräsident für das öffentliche Schulwesen war. Aber nach Ablauf seiner Amtszeit hat er John sofort auf eine gute Privatschule geschickt, auf ein privates Internat, auf eine streng religiöse Jungenschule. Und vor diesen Hintergründen hat John Rawls möglicherweise schon als Jugendlicher das Gefühl entwickelt, unverdiente Vorteile zu haben. Einerseits mit Blick auf seine Brüder, die er überlebt hat, und andererseits mit Blick auf seine familiären Lebensumstände, den materiellen Wohlstand, die bevorzugte Schulbildung etc., die er genießen konnte. Er wächst in einer privilegierten Schicht auf. Er hat bessere Startchancen als Arme oder Schwarze in seinem Umfeld. Und das weiß er und er hält diese Privilegien für ungerechtfertigt. Das schlägt sich in seine Gerechtigkeitstheorie nieder, in der es viel um Chancengleichheit geht, um Verbesserung der Lage der Ärmsten geht. Er studiert ab 1939 in Princeton, wie sein älterer Bruder Bill. In der Fächerwahl ist er zunächst ein bisschen unentschlossen. Er fängt mit Chemie an und Mathematik und auch Kunstgeschichte. Und dann wechselt er zur Philosophie. Und da macht er 43 seinen Bachelor mit Bestnote. Und dann leistet er Armeedienst. Er ist also zeitweilig Soldat im Zweiten Weltkrieg. Sein älterer Bruder Bill ist Bomberpilot und John ist Aufklärer. Er ist Nachrichtensoldat. Er wird im Pazifik eingesetzt, auf Neuguinea, den Philippinen und in Japan. Er hat unter anderem Hiroshima nach dem Atombombenabwurf besucht, was möglicherweise ihn dazu bewogen hat, keine Offizierslaufbahn anzustreben und die Armee wieder zu verlassen. Er kehrt also zurück nach Princeton und macht dort auch seine Promotion 1950 zur ethischen Beurteilung des menschlichen Charakters. In seiner Studienzeit hat er auch schon seine Frau kennengelernt, Margaret Fox, auch Studentin, zeitweise Malerin. Die beiden haben geheiratet, ein halbes Jahr nachdem sie sich kennengelernt haben, 1949, und haben insgesamt 4 Kinder. Er lehrt jetzt auch 2 Jahre in Princeton. Er befasst sich mit Philosophie, aber auch mit Ökonomie, mit Spiel- und Entscheidungstheorie. Dann, Anfang der 50er, geht er für ein Jahr nach Oxford, was damals ein wichtiges philosophisches Zentrum ist, vor allen Dingen für politische Ethik. Er studiert unter anderem bei H.L.A. Hart, bei Isaiah Berlin und der Stuart Hampshire. Er kehrt dann in die USA zurück, ist dann zunächst einmal Professor in Ithaca, New York, dann am MIT in Cambridge, Massachusetts und ab 62 ist er dann Professor an der Harvard University, auch in Cambridge, Massachusetts. Und dort lehrt er rund 30 Jahre bis zu seiner Emeritierung 91. Und er hat sehr wichtige Schüler. Es gibt viele namhafte politische Philosophen, die zumindest teilweise bei ihm studiert haben. Etwa Thomas Nagel, Thomas Scanlon, Honora O'Neill, Norman Daniels, Christine Korsgaard, Elizabeth Anderson. Auch der deutsche Thomas Pogge war bei ihm. In den 60er Jahren nimmt er Stellung gegen den Vietnamkrieg, insbesondere gegen die amerikanische Praxis, Studenten mit guten Noten von der Wehrpflicht freizustellen. Für Rawls ist das wieder ein Fall von zutiefst ungerechter Privilegierung. Nicht zuletzt, weil Studienplätze in den USA stark von der Finanzkraft der Familie abhängen. 1971 erscheint dann sein Hauptwerk A Theory of Justice. Und es gibt eine revidierte Fassung von 1999. Und darin legt er seine Version des modernen Kontraktualismus dar und präsentiert sie dezidiert als Alternative zur Tradition des Utilitarismus. Das werden wir gleich dann ausführlich behandeln. In den 90er Jahren hat er dann zunehmende gesundheitliche Probleme. Er hat mehrere Schlaganfälle, die ihn stark in seiner Arbeitsfähigkeit einschränken. Dennoch verfasst er einige weitere wichtige Bücher. 1993 kommt raus Political Liberalism.
Er selbst sieht seinen Ansatz immer in der Tradition des Liberalismus. Es ist die Frage, ob das uneingeschränkt korrekt ist, werden wir gleich genauer anschauen. 99 dann The Law of Peoples. Da weitet er seinen Ansatz aus auf das Völkerrecht. Er verteidigt individuelle Freiheit gegenüber kollektiven Vorgaben. In dem Sinne ist er auch immer ein Liberalist. Und 2001 kommt noch raus Justice as Fairness, a Restatement. Da kehrt er nochmal zu seinen Thesen aus A Theory of Justice zurück, entgegnet auf Einwände und erläutert einzelne Gedanken. 2002 ist er dann gestorben an Herzversagen in seinem Haus. Der ist zu Hause gestorben. Und Rawls ist einer der wichtigsten politischen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Wahrscheinlich sogar einer der einflussreichsten Philosophen überhaupt des 20. Jahrhunderts. Meines Wissens hat er zumindest zeitweise an dritter Stelle der meistzitierten Philosophen rangiert. Hinter Aristoteles und Kant kam sofort Rawls. Und A Theory of Justice ist eben sein Hauptwerk. Und entsprechend soll das hier im Vordergrund stehen. Zeitlich liegt das, wie erwähnt, nach Harsanis Entwurf. Aber es ist sehr viel ausführlicher. Und außerdem muss man sagen, auch Rawls hat seinen Ansatz schon in den 50er Jahren in ersten Aufsätzen vorbereitet. Und das Grundkonzept ist das gleiche wie bei Harsani. Wir haben eine fiktive Entscheidungssituation, in der die Teilnehmer in ihrem rationalen Eigeninteresse die Gesellschaftsform aussuchen, in der sie selbst leben werden. Diese Entscheidungssituation ist dabei durch faire Bedingungen gekennzeichnet, denn die Teilnehmer sind in Ungewissheit darüber, welche Position in dieser Gesellschaft ihnen selbst dann zukommen wird. Das ist der gleiche Grundgedanke. Rawls verwendet dafür sein eigenes Vokabular. Er nennt diese Ungewissheitssituation Urzustand, Original Position, im Gegensatz zum Naturzustand, dieser Interaktionssituation des klassischen Kontraktualismus. Und diese Unkenntnis der Teilnehmer, wer sie mal werden, wird durch einen Schleier des Nichtwissens hergestellt, das Veil of Ignorance, der den Teilnehmern eben die eigene Position verbirgt. Ich lese Ihnen mal die entsprechenden Passagen, die recht am Anfang der Schrift stehen, hier zuvor. Er schreibt: Ich möchte eine Gerechtigkeitsvorstellung darlegen, die die bekannte Theorie des Gesellschaftsvertrages etwa von Locke und Rousseau verallgemeinert und auf eine höhere Abstraktionsebene hebt. Der Leitgedanke ist, dass sich die ursprüngliche Übereinkunft auf die Gerechtigkeitsgrundsätze für die gesellschaftliche Grundstruktur bezieht. Es sind diejenigen Grundsätze, die freie und vernünftige Menschen in ihrem eigenen Interesse in einer anfänglichen Situation der Gleichheit zur Bestimmung der Grundverhältnisse ihrer Verbindung annehmen würden. Diese Betrachtungsweise der Gerechtigkeitsgrundsätze nenne ich Theorie der Gerechtigkeit als Fairness. Das ist eine berühmte Wendung von ihm. Die Entscheidung, die vernünftige Menschen in dieser theoretischen Situation der Freiheit und Gleichheit treffen würden, bestimmt die Grundsätze der Gerechtigkeit. In der Theorie der Gerechtigkeit als Fairness spielt die ursprüngliche Situation der Gleichheit dieselbe Rolle wie der Naturzustand in der herkömmlichen Theorie des Gesellschaftsvertrags. Dieser Urzustand wird natürlich nicht als ein wirklicher geschichtlicher Zustand vorgestellt, noch weniger als ein primitives Stadium der Kultur. Er wird als rein theoretische Situation aufgefasst. Zu den wesentlichen Eigenschaften dieser Situation gehört, dass niemand seine Stellung in der Gesellschaft kennt, seine Klasse oder seinen Status. Ebenso wenig sein Los bei der Verteilung natürlicher Gaben wie Intelligenz oder Körperkraft. Die Grundsätze der Gerechtigkeit werden hinter einem Schleier des Nichtwissens festgelegt. Dies gewährleistet, dass dabei niemand durch die Zufälligkeiten der Natur oder der gesellschaftlichen Umstände bevorzugt oder benachteiligt wird. Da sich alle in der gleichen Lage befinden und niemand Grundsätze ausdenken kann, die ihn aufgrund seiner besonderen Verhältnisse bevorzugen, sind die Grundsätze der Gerechtigkeit das Ergebnis einer fairen Übereinkunft. Denn in Anbetracht der Symmetrie aller zwischenmenschlichen Beziehungen ist dieser Urzustand fair. Das rechtfertigt die Bezeichnung Gerechtigkeit als Fairness. Sie drückt den Gedanken aus, dass die Grundsätze der Gerechtigkeit in einer fairen Ausgangssituation festgelegt werden.
Und soweit klingt das alles ganz ähnlich wie bei Harsanyi. Sicherlich stärker philosophisch reflektiert, aber dem Grundsatz nach ist es gleich. Aber es gibt Unterschiede im Detail. Und vor allen Dingen ein Unterschied ist zentral, der dazu führt, dass Rawls keinen Utilitarismus herleitet wie Harsanyi, sondern einen anderen Verteilungsgrundsatz. Nämlich, Rawls fasst die genaue Entscheidungssituation der Urzustandsteilnehmer anders als Harsanyi. Bei ihm haben sie einen anderen Informationsstand. Das führt dazu, dass sie ein anderes Entscheidungsprinzip anwenden werden. Und das läuft dann darauf hinaus, dass sich ein anderer Verteilungsgrundsatz ergibt. Bei Rawls wissen die Urzustandsteilnehmer nämlich nicht nur nicht, welche Position sie selbst einnehmen werden. Sie wissen darüber hinaus noch nicht einmal, welche Häufigkeiten die verschiedenen Rollen haben, die in den zur Auswahl stehenden Gesellschaftszuständen vorkommen. Und damit haben sie keine Information mehr, mit welcher Wahrscheinlichkeit ihnen eine bestimmte Rolle dann zugelost werden wird. Und damit können sie keine Erwartungswerte mehr berechnen oder gar maximieren. Entsprechend kann das Ergebnis kein Durchschnittsnutzen-Utilitarismus werden. Da muss ein anderes Verteilungskriterium herauskommen. Und das lässt sich am besten erklären, wenn wir wieder das vereinfachte Beispiel heranziehen, mit dem wir schon Harsanyis Ansatz erläutert haben. Wir vergleichen also wieder zwei Gesellschaftsformen jetzt, freie Marktwirtschaft und soziale Marktwirtschaft, aber jetzt mit einem anderen Informationsstand als bei Harsanyi. In der freien Marktwirtschaft gibt es wieder Superreiche, aber diesmal ist nicht bekannt, wie viele. Man weiß nur ungefähr, wie diese Rolle ausgestattet ist. Und nach Rawls muss man dabei noch nicht mal auf die Nutzenskala gehen, man kann einfach direkt auf der Einkommensskala operieren. Gehen wir also grob davon aus, diese Superreichen haben ein Jahreseinkommen von 1 Million Euro. Dann gibt es wieder Mittelständler, wir wissen wieder nicht wie viele, mit einem Jahreseinkommen von 50.000 Euro. Und dann gibt es Verelendete, wieder in unbekannter Anzahl, ohne jegliches Einkommen. Ist wieder überaus vereinfacht, aber mehr Details brauchen wir nicht, um das Prinzip zu verstehen. In der sozialen Marktwirtschaft haben wir wieder eine gewisse Umverteilung durch ein Steuersystem. Sagen wir, die Superreichen und die Mittelständler werden dadurch zu Wohlhabenden mit einem Nettoeinkommen von 25.000 Euro jährlich. Und die Verelendeten werden zu Hilfeempfängern mit Nettojahreseinkommen 5.000 Euro. Die genauen Zahlen sind unerheblich, es geht nur um das Prinzip. Das sind also alle Informationen, die die Urzustandsteilnehmer bei Rawls haben. Der Schleier des Nichtwissens ist deutlich dichter als bei Harsanyi. Sie wissen nicht nur nicht, welche gesellschaftliche Rolle sie selbst dann kriegen. Sie wissen noch nicht einmal, wie viele Einzelpositionen hinter einer bestimmten Rolle stehen. Und damit wissen sie auch nicht mehr die Wahrscheinlichkeiten, mit denen sie ein Superreicher, ein Mittelständler oder ein Verelendeter werden, beziehungsweise ein Wohlhabender oder ein Hilfeempfänger. Jede Einzelposition wird zwar weiterhin mit gleicher Wahrscheinlichkeit zugelost, aber wenn man nicht weiß, wie viele Einzelpositionen hinter einer Rolle stehen, hinter einem Einkommenstyp, dann kann man nicht mehr seine Wahrscheinlichkeit ausrechnen, in einer bestimmten dieser Gruppe zu landen. Entscheidungstheoretisch gesprochen, das sind die Fachtermini, waren die Teilnehmer bei Harsanyi in einer Situation des Handelns unter Risiko. Handeln unter Risiko heißt, sie kennen die Ausgänge und die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten. Bei Rawls hier sind sie in einer Situation des Handelns unter Unsicherheit. Das heißt, sie kennen nur noch die Ausgänge, nicht mehr die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten. Und die Frage ist, welchem Entscheidungsprinzip würde ein rationaler Entscheider jetzt folgen? Erwartungswerte kann er nicht mehr berechnen. Dafür braucht man Wahrscheinlichkeiten. Also wie würde jetzt ein rationaler Urzustandsteilnehmer bei diesem reduzierten Informationsstand entscheiden, wenn er wieder nur den eigenen Vorteil im Auge hat? Und Rawls meint, er würde die Gesellschaft wählen, in der die schlechtestmögliche Rolle noch am besten ist. Er würde also in jeder Alternative sich das Minimum anschauen, das er erhalten könnte, und dann würde er einfach die Alternative wählen, in der dieses Minimum maximal ist. Denn er muss befürchten, dass er dieses Minimum wirklich bekommt, mit völlig unbekannter Wahrscheinlichkeit.
Vielleicht steht Ihnen dieses Minimum mit 99% Wahrscheinlichkeit bevor, weil tatsächlich 99 von 100 Einzelpositionen in diesem Minimum liegen. Und deshalb würde er sehr vorsichtig sein und dieses Minimum maximieren. Und jetzt ist es ganz einfach. In der freien Marktwirtschaft ist das Minimum 0 Euro, ziemlich übel. In der sozialen Marktwirtschaft ist es immerhin 5.000 Euro, das ist deutlich besser. Und nach Rawls sollte man dieses Minimum maximieren. Entsprechend würde ein rationaler Entscheider jetzt die soziale Marktwirtschaft wählen, mit Minimum 5.000 Euro, nicht die freie Marktwirtschaft, mit Minimum 0 Euro. Das Ergebnis ist also, zumindest in diesem Beispiel, anders als bei Harsanyi. Es kann natürlich auch Fälle geben, in denen beide Prinzipien zum selben Ergebnis kommen. Aber hier ist es nicht so. Und tendenziell werden die auch eher unterschiedlich ausfallen. Außerdem ist die Rechnung viel einfacher als bei Harsanyi. Das liegt eben daran, dass sie wenige Informationen haben. Keine Wahrscheinlichkeiten, nur Ausgänge. Entsprechend operieren sie mit einfacheren Größen. Nicht mit Erwartungswerten, nur mit Minima. Und auch dieses Ergebnis gilt nicht nur für diesen Spezialfall, für diesen einfachen, sondern ganz allgemein. Nach Rawls sollte man als rationaler Entscheider im Urzustand immer die Option mit dem besten Minimum wählen. Das ist das sogenannte Maximin-Prinzip. Und für die politische Ethik heißt das, es ist nicht die Gesellschaftsform gerechtfertigt, die den besten Durchschnittsnutzen hat, sondern die, in welcher es den Schlechtestgestellten noch am besten geht. Das ist der wesentliche Inhalt dessen, was Rawls Differenzprinzip nennt. Der zentrale Unterschied zu Harsanyi ist damit klar. Rawls leitet aus dem Urzustand keinen Utilitarismus ab, sondern eher so etwas wie einen Sozialstaat. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass er den Urzustand anders formuliert. Nicht als Handeln unter Risiko, bei dem man womöglich Nutzenerwartungswerte maximiert und das heißt den Durchschnittsnutzen möglichst groß wählt, sondern als Handeln unter Unsicherheit, weil der Schleier des Nichtwissens dichter ist, sodass man, womöglich, das Minimum maximiert. Das heißt, die schlechteste Rolle möglichst gut stellt, denn die könnte man selber abkriegen. Damit ist die wesentliche Anlage von Rawls Theorie erstmal greifbar geworden. Tatsächlich ist sein Gesamtsystem auf den 500 Seiten dieses Buchs aber erheblich ausführlicher. Insbesondere geht es nicht nur um die Verteilung von Gütern, sondern auch um die Gewährung von Freiheiten. Und die endgültige Fassung von Rawls Konzeption einer gerechten Gesellschaft steht ziemlich weit hinten in dem Buch, in Paragraph 46. Dort formuliert er ein System von zwei Grundsätzen und zwei Vorrangregeln. Und das ist eigentlich der Kern seines Systems. Der erste Grundsatz lautet: Jede Person hat ein gleiches Recht auf das größtmögliche Gesamtsystem von gleichen Grundfreiheiten, das mit einem ähnlichen System von Freiheiten für alle verträglich ist. Thema sind hier also Freiheiten, genauer politische Partizipationsrechte und bürgerliche Abwehrrechte. Und dabei bezieht Rawls im Wesentlichen die vertraute Position demokratischer bzw. liberalistischer Tradition. Diese Freiheiten sollen möglichst groß sein und möglichst gleich sein. Und die Freiheit des einen findet ihre Grenze an der Freiheit des anderen. Das ist der wesentliche Inhalt des ersten Grundsatzes. Zweiter Grundsatz: Sozioökonomische Ungleichheiten sind so zu gestalten, dass sie zum größten Vorteil der am meisten Benachteiligten sind und Ämter und Positionen allen gemäß fairer Chancengleichheit offenstehen. Hier ist das Thema also Güter. Jetzt sind wir im sozioökonomischen Sektor. Es geht vor allem um soziale Anspruchsrechte. Und im ersten Teil finden wir das Differenzprinzip, die Maximinlösung, den Sozialstaatsgedanken, wie gerade besprochen, zum größten Vorteil der am meisten Benachteiligten. Und im zweiten Teil finden Sie außerdem die klassisch sozial-liberale Forderung nach Chancengleichheit. Dann gibt es eine erste Vorrangregel. Der erste Grundsatz ist dem zweiten Grundsatz vorgeordnet. Das heißt, Grundfreiheiten dürfen nur für andere Freiheiten eingeschränkt werden, nicht für Güter. Sie dürfen nicht den zweiten Grundsatz durchsetzen auf Kosten von Freiheiten. Das scheint auf den ersten Blick so, als dürften jetzt keine Steuern eingezogen werden. Aber Vorsicht, bei Rawls sind Eigentumsrechte keine
Grundfreiheiten im Sinne des ersten Grundsatzes. Jedenfalls nicht Eigentumsrechte an Produktionsmitteln. Und auch Vertragsabschlüsse etwa zählen nicht zu den Grundfreiheiten. Deshalb ist bei Rawls Umverteilung sehr wohl legitim, entgegen Abwehrrechten. Insbesondere werden Einkommen und Vermögen von ihm ausdrücklich dem zweiten Grundsatz unterstellt. Dann gibt es noch eine zweite Vorrangregel. Der zweite Grundsatz ist den Grundsätzen der Effizienz und der Maximierung der Nutzensumme vorgeordnet, die Chancengleichheit dem Differenzprinzip. Auch hier gibt es viele Detailfragen, es gibt da teilweise große Interpretationsprobleme. Außerdem kennt er noch viele weitere genauere Unterscheidungen und Festlegungen in den beiden Vorrangregeln. Das können und müssen wir jetzt nicht alles im Detail durchgehen. Insgesamt erkennen Sie jedenfalls, er leitet jetzt nicht nur einen Sozialstaat her, sondern genauer einen liberalen demokratischen Sozialstaat. Sie haben erkennbar Komponenten von klassischem Liberalismus, klassischer Demokratie und einem, naja, gemäßigten Sozialismus. Und die genaue Balance ist dann Frage der Deutung. Sowohl der Grundsätze als auch der Vorrangregeln. Und da gibt es viele Fragen im Detail. Was heißt das jetzt genau? Nicht zuletzt kann man natürlich die Frage stellen, würde sich wirklich dieses gesamte System aus seiner kontraktualistischen Klugheitswahl ergeben? Zum Beispiel könnte man sagen, dieser erste Grundsatz mit den Freiheiten, ist der wirklich rational zwingend? Ist er so zwingend wie vielleicht der zweite Grundsatz mit dem Differenzprinzip? Man könnte sagen, Freiheiten lassen sich nicht so gut quantifizieren wie Güter. Und deshalb kann man sie nicht so gut einem solchen entscheidungstheoretischen Kalkül unterwerfen, wie es im zweiten Grundsatz möglich ist. Man könnte auch fragen, ob die erste Vorrangregel zum Beispiel einem einleuchtet. Es könnte ja sein, dass für die Urzustandsteilnehmer gewisse Güter mindestens ebenso wichtig sind wie bestimmte Freiheiten. Sodass so ein unbedingter Vorrang des ersten Grundsatzes vor dem zweiten, ein unbedingter Vorrang von Freiheiten vor Gütern nicht unbedingt gewählt würde, nicht notwendig klug wäre. Das sind interessante Detailfragen. Das Grundkonzept des modernen Kontraktualismus ist damit aber vielleicht klar geworden. Und insbesondere lohnt sich an dieser Stelle jetzt mal eine etwas ausführlichere Gegenüberstellung zum klassischen Kontraktualismus. Der klassische Kontraktualismus spricht ja von einem Naturzustand. Und das ist eine Interaktionssituation, in der das Schicksal eines Teilnehmers davon abhängt, wie die anderen Teilnehmer sich verhalten. Insbesondere, ob die ebenfalls ihre Waffen niederlegen. Deshalb müssen wir hier eine spieltheoretische Analyse machen. Der moderne Kontraktualismus mit seinem Urzustand formuliert eine ganz andere Wahlsituation. Das ist eine Ungewissheitssituation, in der das Schicksal eines Teilnehmers davon abhängt, welche Rolle ihm zugelost werden wird, wenn der Staat entsteht. Damit ist hier eine entscheidungstheoretische Aufgabe gestellt. Das Projekt der Teilnehmer im klassischen Kontraktualismus ist die Staatsgründung. Die müssen aus dem Naturzustand in den Gesellschaftszustand übergehen. Entsprechend dient das ganze Modell vorrangig der Rechtfertigung des Staates als solchem. Das Projekt im modernen Kontraktualismus ist hingegen die Institutionenwahl. Der Staat kommt so oder so. Die Teilnehmer müssen nur aussuchen, wie er aussehen soll, welcher es sein soll. Folglich dient dieses Modell primär dazu, die Gerechtigkeit von Institutionen zu bestimmen. Schließlich sind die Gesellschaftsformen, die damit hergeleitet werden, sehr unterschiedlich. Im klassischen Kontraktualismus befürwortet Hobbes einen Absolutismus, Locke einen Liberalismus, Rousseau so ein Gemeinschaftsideal. Im modernen Kontraktualismus übersetzen sich jetzt entscheidungstheoretische Prinzipien unmittelbar in politische Kriterien, wie eine gerechte Gesellschaft auszusehen hat. Bei Harsanyi führt die Maximierung des Nutzenerwartungswerts zu einem Durchschnittsnutzen-Utilitarismus. Und bei Rawls führt das Maximin-Prinzip zu seinem liberalen demokratischen Sozialstaat. Wenn man das so nebeneinander hält, könnte man durchaus sagen, eigentlich ist für die politische Ethik der klassische Kontraktualismus attraktiver. Denn man könnte sagen, eine Interaktionssituation ist ethisch eigentlich bedeutsamer als so eine Ungewissheitssituation. Von den Entscheidungen anderer abzuhängen, insbesondere ihrer Kooperationsbereitschaft,
dürfte ja mehr mit Politik zu tun haben, als an einem Glücksspiel teilzunehmen, das außerdem für alle Teilnehmer identisch ist, sodass sie auch die Entscheidung eines beliebigen einzelnen Urzustandsteilnehmers analysieren können. Die entscheiden ja alle gleich bei Rawls. Da ist gar keine Interaktion, das kann auch einer sein, der das Spiel spielt. Aber der klassische Kontraktualismus führt anscheinend zu keinem klaren Ergebnis. Der endet offenbar in einer Blockade. Und darum ist der moderne Kontraktualismus vielleicht der beste Ersatz. Dennoch bleiben auch hier ein paar Fragen offen und die bieten Anlass für Kritik. Am Modell insgesamt wie an seiner Durchführung. Erstens kann man fragen, stimmen die Ergebnisse? Sind die vorausgesetzten Entscheidungsprinzipien rational? Ist die Maximierung von Nutzenerwartungswerten klug? Ist das Maximenprinzip klug? Und sind damit die politisch-ethischen Resultate korrekt? Der Durchschnittsnutzen-Utilitarismus bzw. das Differenzprinzip. Zweitens kann man fragen, welche Variante soll man denn wählen? Wie ist der Urzustand denn jetzt zu formulieren? Mit Harsani als Risikosituation oder mit Rawls als Unsicherheitssituation? Drittens kann man fragen, ist die Grundidee überhaupt vertrauenswürdig? Glauben wir, dass gerechte Institutionen eines realen Staates sich danach bestimmen sollten, wie rationale Entscheider in einem idealen Urzustand wählen würden? Und diese drei Kritikpunkte schauen wir uns jetzt nochmal an. Beginnen wir mit dem ersten Ansatz für Kritik. Wie steht es um die Rationalität der Entscheidungsprinzipien, die Harsani und Rawls anwenden? Und aus denen sie dann sofort ihre Maßgaben für gerechte Gesellschaften gewinnen wollen. Sind die für den jeweiligen Situationstyp korrekt und eindeutig? Haben sie Schwächen? Gibt es Alternativen? Und das sind umstrittene Fragen der Entscheidungstheorie. Die können wir hier nicht erschöpfend behandeln. Das ist sehr technisch, auch recht schwierig. Aber ein paar Einblicke möchte ich schon geben. Ich finde das eigentlich ganz spannend und ich glaube, es ist auch wichtig. Fangen wir mal mit Harsanis Version an. Da haben wir also eine Situation des Handelns unter Risiko. Das heißt, man kennt die Ausgänge und die Wahrscheinlichkeiten. Und nach Harsani würde ein rationaler Entscheider hier die Option mit dem besten Erwartungswert wählen. Genau mit dem maximalen Nutzenerwartungswert. Und das ist ein dominierendes Prinzip in der rationalen Entscheidungstheorie. Wenn Sie Ökonomie studieren, kennen Sie das. Erwartungswertmaximierung hat eine lange Tradition. Das Prinzip hat auch eine verständliche Logik. Ein Erwartungswert ist quasi der mittlere Ausgang einer Option. Das ist die Summe aus den möglichen Ausgängen, gewichtet mit ihren Wahrscheinlichkeiten. Dennoch ist das ein umstrittener Grundsatz. Das ist interessant, wenn man sich das auch ein bisschen historisch anschaut. Die Geschichte der Entscheidungstheorie beginnt so zu Anfang des 18. Jahrhunderts. Kurz nach 1700 erscheinen die ersten Arbeiten zur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Geschrieben von berühmten Mathematikern, etwa aus der Bernoulli-Familie. Und die enthalten frühe Analysen erstmal des mathematischen Wahrscheinlichkeitsbegriffs, aber auch frühe Vorschläge für rationale Entscheidungsprinzipien. Und es gab vor allen Dingen zwei Anwendungsgebiete. Erstens die Ökonomie, das ist die Epoche sich entwickelnder Geldwirtschaft. Unternehmer wollen Antworten darauf, welcher finanzielle Einsatz sich bei welchen bekannten Risiken lohnt. Bis heute ist die Ökonomie der Haupttummelplatz von Spiel- und Entscheidungstheorie. Auch Harsani ist ja Ökonom. Und der zweite Bereich sind Glücksspiele. Die bieten vielfältige und interessante Anwendungsbeispiele. Und wenn Sie diese ganz alten Schriften um 1700 lesen, ist das rührend, wie da gestandene Mathematiker über Seiten und Seiten ausrechnen, bei welchem Kartenblatt sie welchen Spieleinsatz wagen sollten. Das war damals natürlich auch richtig Rechenkunst, noch das ausrechnen zu können. Naja, und das entscheidungstheoretische Zentralprinzip in diesen Schriften ist zunächst einmal Maximierung von Gelderwartungswerten und etwas später dann die Maximierung doch lieber von Nutzenerwartungswerten, wie dann auch bei Harsani. Das heißt, der Gedanke ist, wenn Sie in der Ökonomie zwischen zwei Entscheidungen stehen, etwa ein Geschäft abschließen oder darauf verzichten, dann sollten Sie gemäß diesen Arbeiten die Option mit dem größeren Erwartungswert wählen. Ebenso, wenn Sie bei einem Glücksspiel zwischen zwei Entscheidungen stehen, etwa auf das Spiel eingehen oder lieber aussteigen, dann sollten Sie angeblich ebenfalls die Option mit dem größeren Erwartungswert wählen. Und das ist in vielen Fällen durchaus nachvollziehbar. Stellen Sie sich vor, in einem Geschäft ist die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes größer
als die Wahrscheinlichkeit eines gleich großen Gewinns. Dann ist der Erwartungswert negativ und vielleicht sollte man auf so ein Geschäft auch wirklich nicht eingehen. Auch übliche Glücksspiele in Spielcasinos sind immer mit einem negativen Erwartungswert für den Spieler versehen. Für die Bank ist er positiv, aber für Sie als Spieler ist er negativ. Naja, und vielleicht ist es in der Tat nicht klug, sein Geld ins Spielcasino zu tragen. Okay, aber es gibt auch Probleme mit der Erwartungswertmaximierung. Zumindest in einigen Fällen scheinen Erwartungswerte als Orientierungsgröße irreführend zu sein und ihre Maximierung als Entscheidungsprinzip unplausibel zu werden. Das gilt insbesondere in Situationen der Einmaligkeit. Wenn sich eine Situation nicht hinreichend häufig wiederholt oder gar nicht wiederholt, dann kann ein Erwartungswert ein sehr zweifelhafter Ratgeber werden. Das kann man sich leicht überlegen. Wenn sich eine Situation hinreichend oft wiederholt, dann manifestieren sich gemäß den Gesetzen der großen Zahl die Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Ausgänge als Häufigkeiten dieser Ausgänge. Was mit Wahrscheinlichkeit 1% passieren kann, das passiert dann eben ungefähr in 1 von 100 Fällen. Und das kumulative Ergebnis dieser vielen Wiederholungen wird dann immer mehr gleich dem Erwartungswert. Denn im Erwartungswert werden ja diese Ausgänge mit ihren Wahrscheinlichkeiten multipliziert und anschließend addiert. Und genau das passiert dann auch in der Realität. Diese Ausgänge treten mit ihren Häufigkeiten auf und addieren sich. Und deshalb ist eine Orientierung am Erwartungswert in solchen Situationen hinreichender Wiederholung ganz sicher rational. Das ist fast schon trivial. Denn der Erwartungswert ist schlichtweg das kumulative Ergebnis nach vielfacher Wiederholung. Das heißt aber auch, dieser triviale Zusammenhang geht verloren, wenn sich eine Situation nicht hinreichend wiederholt. Dann kann es sein, dass der Erwartungswert gar nichts mit dem zu erwartenden Ergebnis zu tun hat. Wenn ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% 1 Million Euro verliere und mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% 1 Million Euro bekomme, dann ist der Erwartungswert 0. Aber wenn ich das Spiel nur einmal spiele, ist 0 überhaupt nicht das, was passieren wird. Ich werde entweder 1 Million Euro bekommen oder 1 Million Euro verlieren. Und in diesem Fall ist es überhaupt nicht mehr trivial, dass es rational ist, sich am Erwartungswert zu orientieren. Das wäre ja so, als wäre das genauso, als würde ich nicht spielen. Dann ist der Erwartungswert auch 0. Aber ist es gleich gut wie nicht spielen? Ich würde das nicht machen. Mir wäre das Risiko ein bisschen zu groß. Vor allem wird der Erwartungswert zweifelhaft, wenn Sie sehr kleine Wahrscheinlichkeiten mit sehr großen Ausgängen negativer oder positiver Art kombinieren. Denn der Erwartungswert multipliziert das dann einfach miteinander und das liefert trügerische Produkte mittlerer Größe, in denen der extreme Charakter der Ausgänge und Wahrscheinlichkeiten verschleiert wird. Und was gerade mit Blick auf solche Konstellationen nahe liegt, ist, sich zumindest nicht nur auf den üblichen Erwartungswertvergleich zu verlassen, sondern ihn durch andere Prinzipien zu ergänzen. Insbesondere ist vorgeschlagen worden, ihn um eine Vermeidung extrem ungünstiger Ausgänge und eine Vernachlässigung extrem kleiner Wahrscheinlichkeiten zu erweitern. Und das wäre für den modernen Kontraktualismus eine ziemlich wichtige Anmerkung. Denn erstens, der Urzustand ist ganz sicherlich eine Situation der Einmaligkeit. Da spielen Sie nur einmal das Spiel, da wiederholt sich nichts. Sie wählen einmal, dann hängen Sie drin. Die Teilnehmer stehen einmal vor ihrer Wahl und müssen dann mit dem Ergebnis leben. Und zweitens, ganz sicherlich kann im Urzustand die Konstellation eintreten, dass kleine Wahrscheinlichkeiten mit großen Ausgängen kombiniert sind. Oft sind die sehr guten Rollen in einer Gesellschaft sehr selten. So viele Könige gibt es nicht. Und auch die sehr schlechten Rollen können auch selten sein. Dann ließe sich aber ernsthaft darüber nachdenken, ob rationale Urzustandsteilnehmer nicht vielleicht eher diesen kombinierten Prinzipiengemisch folgen sollten, als einem reinen Erwartungswertvergleich. Vielleicht sollten Sie sich insbesondere dagegen absichern, dass Ihnen allzu schlechte Rollen drohen können. Vielleicht ist die Gefahr, als Verelendeter dazustehen, schlichtweg nicht tolerabel. Auch nicht, wenn die Wahrscheinlichkeit nur 20% ist. Wie gesagt, das ist Streit in der Entscheidungstheorie. Manche meinen, Erwartungswertvergleich reicht. Insbesondere, wenn wir Nutzen-Erwartungswerte nehmen, reicht das. Auch bei Einmaligkeit. Andere sagen, das ist defizient.
Da kapieren die Leute nicht, was ein Erwartungswert wirklich ist, was für eine mathematische Logik dahinter steht. Und die verlangen dann nach solchen Zusatzprinzipien. Und das wirkt sich sofort auf das Ergebnis des Modells aus. Folgen Sie Harsanyi, dass Sie im Falle des Handelns unter Risiko einfach einen Nutzenerwartungswert maximieren sollten, dann kommt, wie gesehen, der Durchschnittsnutzen-Utilitarismus raus. Aber wenn Sie so einer alternativen Auffassung folgen, sieht es ganz anders aus. Dann erhalten Sie eine Maximierung des Durchschnittswohlstands, ergänzt vor allem um eine Vermeidung sehr schlechter Rollen in der Gesellschaft. Also haben Sie dann neben dem Utilitarismus schon ein bisschen Sozialstaatlichkeit plötzlich drin. Dieses sozialstaatliche Element war ja bei Rawls' Version des Urzustands sehr stark ausgeprägt. Er entwirft ihn ja als ein Handeln unter Unsicherheit. Das heißt, die Teilnehmer kennen nur noch die verschiedenen sozioökonomischen Rollen, aber nicht mehr die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten. Und nach Rawls würden sie hier die Option mit dem besten Minimum wählen, also nach dem sogenannten Maximin-Prinzip entscheiden. Und das ist auch eine verbreitete Strategie in der Entscheidungstheorie fürs Handeln unter Unsicherheit. Es ist ähnlich verbreitet wie Maximierung von Nutzenerwartungswerten für Handeln unter Risiko. Insbesondere ist das fast das einzige Prinzip, das übrig bleibt, wenn Sie keine Wahrscheinlichkeiten haben. Denn dann können Sie keine Erwartungswerte berechnen. Dann bleiben nur die Ausgänge. Aber auch Maximin ist nicht unumstritten. Eine Alternative wäre, die unbekannten Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Rollen schlichtweg als gleich anzusetzen. Das ist das sogenannte Prinzip vom unzureichenden Grund. Der Gedanke ist, wenn Sie keine Informationen haben, welches Ergebnis sich mit welcher Wahrscheinlichkeit realisiert, dann sollten Sie eben für alle möglichen Ergebnisse die gleiche Wahrscheinlichkeit annehmen. Und dann können Sie wieder Erwartungswerte ausrechnen mit diesen gleichen Wahrscheinlichkeiten. Dann können Sie diese Erwartungswerte maximieren, wie beim Handeln unter Risiko. Das ist allerdings keine sehr überzeugende Idee. Vor allem, weil das völlig vernebelt, dass Sie qualitativ in einer ganz anderen Situation sind. Man hat die Wahrscheinlichkeiten jetzt eben nicht, anders als beim Handeln unter Risiko. Und es erscheint wenig vernünftig, dieses Informationsdefizit einfach auszublenden und so zu tun, als wüsste man die Wahrscheinlichkeiten doch, indem man sie einfach erfindet. Insbesondere in einem Urzustandsszenario wäre dieses Vorgehen ziemlich absurd. Man müsste dann etwa so tun, als hätte man in der freien Marktwirtschaft gleiche Chancen, ein Superreicher, ein Mittelständler oder ein Verelendeter zu werden. In der sozialen Marktwirtschaft müsste man agieren, als wäre die Wahrscheinlichkeit gleich, ein Wohlhabender oder ein Hilfeempfänger zu werden. Aber diese Annahmen sind ziemlich abwegig. In realistischen Gesellschaftszuständen sind die Häufigkeiten verschiedener Rollen in aller Regel überhaupt nicht gleich. Und somit wären auch die Wahrscheinlichkeiten für diese Rollen in aller Regel ungleich. Und es wäre reichlich irrational, von den Urzustandsteilnehmern so zu tun, als gäbe es in den Gesellschaftszuständen, zwischen denen sie wählen müssen, gleich viele Fürsten wie Sklaven, gleich viele Könige wie Bauern. Was man überlegen kann, ist, ob Maximin allzu einseitig nur auf den schlechtestmöglichen Ausgang schaut. Und es gibt Positionen, die sagen, man solle stattdessen Minimum und Maximum gleichberechtigt in die Entscheidung einbeziehen. Das heißt, sie gucken nicht nur auf den schlechtestmöglichen, sondern auch auf den bestmöglichen Ausgang in jeder Option. Beispielsweise könnten Sie sagen, ich addiere die Güterwerte der besten und der schlechtesten Position und wähle dann den Zustand, in dem die Summe maximal ist. Könnten Sie machen. Und auch da gibt es Streit in der Entscheidungstheorie. Manche sagen, ja, in der Tat, man solle Minimum und Maximum gleichberechtigt berücksichtigen. Manche sagen, na, es gibt Gründe, schon stärker auf das Minimum zu schauen. Oder vielleicht sogar nur auf das Minimum zu schauen. Jedenfalls, wenn das Minimum sehr schlecht ist. Immerhin, auch beim Handeln unter Risiko hat man vor allen Dingen einen Blick auf die ungünstigen Ausgänge. Und man könnte sagen, diese Asymmetrie überträgt sich dann auch aufs Handeln unter Unsicherheit, sodass man stärker auf das Minimum schauen sollte oder vielleicht nur. Zumindest, wenn man sich in einer Situation befindet, in der sehr schlimme Ausgänge drohen. Und das dürfte in einer Urzustandswahl durchaus gegeben sein. Da gibt es sehr bedenkliche Rollen. Hier kann der Entscheider sein ganzes Leben ruinieren. Und das mag in der Tat zu einer sehr konservativen Haltung bei der Entscheidung nötigen. Da mag große Vorsicht angezeigt sein. Und dann hätte Rawls zumindest tendenziell recht. Die Sozialstaatlichkeit wäre
Jedenfalls in seiner Urzustandsversion Handeln unter Unsicherheit die vielleicht vernünftigste Wahl. Damit sind wir beim zweiten Problemkreis angekommen. Wie sollen wir den Urzustand denn jetzt formulieren? Mit Harsanyi als Risikosituation oder lieber mit Rawls als Unsicherheitssituation? Wie dicht soll der Schleier des Nichtwissens sein? Soll er, wie bei Harsanyi, nur verhüllen, welche Rolle ich selbst bekomme, welche Position ich bekomme? Oder soll er mit Rawls auch vorenthalten, wie häufig die verschiedenen Rollen sind? Und das ist ebenfalls eine heftige Auseinandersetzung im modernen Kontraktualismus. Utilitaristen sind natürlich eher für Harsanyis Version, weil dann ein Durchschnittsnutzen-Utilitarismus rauskommt. Jedenfalls, wenn man die Maximierung von Nutzen-Erwartungswerten als Entscheidungsprinzip akzeptiert. Sozialstaatsdenker sind eher auf der Seite von Rawls. Die sind also für einen dichteren Schleier des Nichtwissens, weil sich hieraus die Optimierung der schlechtestmöglichen Position ergibt. Jedenfalls, wenn man das Maximin-Prinzip als vernünftig akzeptiert. Tja, also was spricht zunächst dafür, den Urzustand mit Harsanyi als Risikosituation zu formulieren? Nun, zunächst könnte man sagen, diese Formulierung genügt doch, um Unparteilichkeit zu gewährleisten. Wenn kein Urzustandsteilnehmer sein eigenes Schicksal weiß, dann ist der gewünschte faire Ausgangszustand offenbar hergestellt. Und mehr braucht's anscheinend ja nicht. Und warum sollten wir mehr unter dem Schleier des Nichtwissens verhüllen als notwendig? Je dünner dieser Schleier ausfällt, desto sparsamer ist das Modell, könnte man sagen. Und systematische Sparsamkeit ist doch eigentlich immer gut. Außerdem könnte man sagen, Häufigkeiten sind für die Beurteilung ethisch doch grundsätzlich wichtig. Wir sind hier ja in der politischen Ethik. Wir wollen verschiedene Gesellschaftszustände auf ihre Gerechtigkeit hin untersuchen. Und für diese Frage ist doch anscheinend bedeutsam, wie viele Einzelpositionen hinter einer bestimmten gesellschaftlichen Rolle stehen. Also um zu entscheiden, ob freie oder soziale Marktwirtschaft besser ist, sollte ich doch wohl berücksichtigen, wie viele Superreiche, Mittelständler, Verelendete, wie viele Wohlhabende, wie viele Hilfeempfänger es jeweils gibt. Und wenn ich sage, das ist grundsätzlich ethisch wichtig, dann müssen auch die Urzustandsteilnehmer das wissen. Denn nur wenn diese Information in ihre Klugheitswahl eingeht, wird sie ja von dem ganzen Herleitungsmodell als solchen berücksichtigt. Sonst nicht. Was spricht demgegenüber dafür, Rawls zu folgen und zu sagen, nee, wir konstruieren den Urzustand als Unsicherheitssituation? Nun, man könnte sagen, dass diese Version schlichtweg ein größeres Maß an Unparteilichkeit realisiert. Wenn der Schleier des Nichtwissens doch dafür da ist, sicherzustellen, dass die Entscheidung der Urzustandsteilnehmer unparteilich ausfällt, dann wird diese Entscheidung eben umso unparteilicher, je dichter der Schleier des Nichtwissens ist. Es geht bei dem ganzen Gedankenspiel doch darum, dass die Teilnehmer möglichst wenige Informationen haben sollen, die sie zum eigenen Vorteil nutzen können. Dazu gehört zunächst natürlich mal die Information, welche Position sie selbst nach der Auslosung bekommen würden. Denn sonst würden sie direkt versuchen, für sich selbst das beste Resultat herauszuschlagen. Aber, könnte man sagen, auch die Information, wie viele Einzelpositionen hinter einer bestimmten Rolle stehen, könnten sie ja zum eigenen Vorteil nutzen, indem sie die entsprechenden Chancen ausrechnen. Zwar wäre diese Information für alle Teilnehmer gleich, aber dennoch könnten sie sie in ihrer Entscheidung nutzen. Und deshalb kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass ihnen diese Information auch vorenthalten bleiben sollte. Man könnte auch das für grundsätzlich ethisch plausibel halten. Vielleicht ist das Urteil über einen Gesellschaftszustand in der Tat gerechter, wenn man nicht darauf achtet, wie viele Arme oder Reiche es gibt. Vielleicht ist es in der Tat fairer, nicht nachzuzählen, wie viele Fürsten oder Sklaven vorkommen, wie viele Könige oder Bauern, sondern nur darauf zu achten, ob sie überhaupt vorkommen. Und genau die Situation wird von Rawls im Urzustand hergestellt. Man kann sich im fiktiven Urzustand nicht einmal seine Chancen ausrechnen, superreicher oder verelendeter zu werden,
weil es, so der Gedanke, für gerechte Gesellschaften keine Rolle spielen darf, wie viele es davon jeweils gibt, sondern nur, ob es sie gibt. Schließlich gibt es eine dritte Kritiklinie, nämlich, wie steht es um die normative Verbindlichkeit dieses Gesamtkonzepts, das Harsanyi und Rawls gleichermaßen verwenden. Bekommen wir wirklich Anhaltspunkte für die Gerechtigkeit realer Gesellschaften, wenn wir ein solches fiktives Gedankenexperiment durchführen, in dem amoralische, rationale Entscheider in einer idealen, fairen Wahlsituation sich ihre Gesellschaft aussuchen? Wenn Sie das bezweifeln, stellen Sie natürlich den modernen Kontraktualismus ganz grundsätzlich in Frage. Dann geht es nicht mehr darum, ob die angewandten Entscheidungsprinzipien und damit die hergeleiteten Verteilungskriterien korrekt sind. Es geht auch nicht mehr nur darum, in welcher Form man den Urzustand formulieren sollte, sondern dann geht es jetzt fundamental darum, ob das ganze Gedankenexperiment einer solchen Urzustandswahl überhaupt eine valide Begründung gerechter Institutionen leisten kann. Und natürlich sind nicht alle modernen politischen Philosophen Fans dieser Idee. Das ist einer unter vielen Zugängen, im Moment ein recht populärer, aber ist nicht der einzige. Und offenbar steht jeder politische Philosoph, der dieses Konzept nicht anwendet, ihm zumindest zurückhaltend gegenüber. Das gilt bereits für solche Philosophen, die zwar den klassischen Kontraktualismus schätzen, à la Hobbes, Locke, Rousseau, sich aber nicht auch für den modernen Kontraktualismus à la Harsanyi und Rawls erwärmen können. Beide Ansätze teilen zwar gewisse Grundvorstellungen, sie rekonstruieren eine amoralische Klugheitswahl unter idealen Ausgangsbedingungen, aber die sind auch hinreichend verschieden voneinander. Den Übergang von diesem spieltheoretischen Naturzustand zum entscheidungstheoretischen Urzustand muss man nicht gutheißen. Etwa wenn man meint, dass fiktive Interaktion sehr wohl etwas mit Politik und Gerechtigkeit zu tun hat, ein fiktives Glücksspiel aber nicht. Dann steigen Sie hier aus. Neben dieser Zurückhaltung gibt es allerdings auch noch sehr gezielte Kritik am Kontraktualismus überhaupt und speziell am modernen Kontraktualismus und insbesondere an Rawls. Sein Ansatz ist sehr bekannt geworden, fast dominierend in der politischen Philosophie der letzten Jahrzehnte. Er hat sehr viele einflussreiche Schüler. Aber es gibt entsprechend auch starke Gegenbewegungen. Und teilweise sind diese Gegenbewegungen sogar überhaupt erst mit Blick auf Rawls Theorie entstanden, als Antwort auf ihn. Und solche Fundamentalkritik ist vor allen Dingen aus drei Richtungen gekommen. Zum einen aus der Richtung des Liberalismus. Rawls nennt sich zwar selbst Liberalist und er hat auch liberalistische Anteile. Etwa in seinem ersten Grundsatz, da geht es ja um Freiheiten, die möglichst groß und möglichst gleich sein sollen. Aber mindestens ebenso stark hat er eben dieses sozialstaatliche Denken. Gerade im zweiten Grundsatz, wo es um das Differenzprinzip geht. Er ist durchaus für eine gewisse Umverteilung und das ist zumindest extremen Liberalisten wie etwa Robert Nozick ein Dorn im Auge. Insbesondere rügt Nozick, dass dieser ganze Ansatz einer Urzustandswahl einseitig auf Zustandskriterien zugeschnitten sei und keine Verfahrenskriterien liefern könne. Denn wenn die Urzustandsteilnehmer in ihrem klugen Eigeninteresse verschiedene Gesellschaftsformen gegeneinander abwägen, dann werden sie sich mit Blick auf die dortige Güterverteilung nur dafür interessieren, welcher Verteilungszustand aller Voraussicht nach eintreten wird, nicht dafür, was für Verteilungsprozesse dabei am Werk waren. Und damit ist von vornherein klar, dass die gesamte Herleitungsfigur nur Verteilungszustände als gerecht auszeichnen kann. Etwa den Utilitarismus bei Harsanyi oder den Sozialstaat bei Rawls. Nicht aber Verteilungsprozesse, etwa einen freien Markt, wie ihn Nozick gerne hätte. Rawls hebt zwar ausdrücklich hervor, dass den Naturzustandsteilnehmern auch Verteilungsprozesse zur Auswahl stehen. Sie können zum Beispiel durchaus die freie Marktwirtschaft als sozioökonomisches Arrangement erwägen. In unserem Beispiel haben wir das ja auch gemacht. Aber das ändert für Nozick nichts daran, dass sie solche Verteilungsprozesse nur im Hinblick darauf bewerten,
welche Verteilungszustände sie wahrscheinlich herbeiführen. Sie werden also die freie Marktwirtschaft etwa nur dahingehend bewerten, welche ökonomischen Positionen da zu erwarten sind. Superreiche, Mittelständler, Verelendete. Und genauso haben wir das in unserem Beispiel auch nur diskutiert. Und damit wird der freie Markt nur an seinen voraussichtlichen Verteilungseffekten bemessen. Den Effekten, die er erzeugen mag, nicht an irgendwelchen originären Freiheitsrechten, die er gewährt. Rawls zählt Marktfreiheiten nicht zu den Grundfreiheiten des ersten Grundsatzes. Der Markt wird daher allein in seiner Verteilung von Einkommen und Vermögen gemäß dem zweiten Grundsatz beurteilt. Und diese Perspektive ist für Nozick eine systematische Verengung. Damit wird man dem eigentlichen moralischen Wert des freien Marktes nicht gerecht. Denn nach Nozick liegt dieser Wert eben in den originären Freiheitsrechten des Marktes, nicht in seinen potenziellen Verteilungseffekten. Die zweite Kritiklinie kommt vom Kommunitarismus. Es ist eine große Gegenbewegung, die in der Tat letztlich als Reaktion auf A Theory of Justice von Rawls entstanden ist. Das zeigt den großen Einfluss von Rawls. Der hatte nicht nur viele Schüler, der hatte auch viel Feind, viel eher. Und wichtige Namen sind da Alistair MacIntyre, Michael Sandel, Michael Walzer oder Charles Taylor. Und die Kritik kommt hier eigentlich aus der genau gegenteiligen Richtung wie beim Liberalismus. Dem Liberalismus ist Rawls zu wenig liberal, zu wenig individualistisch, zu sehr auf Solidarität, zu sehr auf das Gemeinwohl ausgerichtet. Dem Kommunitarismus ist Rawls zu liberal, zu individualistisch, zu wenig an Gemeinschaftlichkeit, zu wenig an Verbundenheit orientiert. Denn in diesem Urzustandsmodell sollen abstrakt rationale Urzustandsteilnehmer ohne persönliche Eigenschaften, ohne soziale Stellung, ohne Kenntnis ihrer eigenen Lebenspläne, ohne Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur, über die Gerechtigkeit der Gesellschaft entscheiden. Das ist alles unter dem Schleier des Nichtwissens verborgen. Sie wissen nicht, wer sie sind, woher sie kommen, sie kennen nicht ihre Talente, sie haben keine inhaltlichen moralischen Vorstellungen und sollen trotzdem jetzt wählen, was eine für sie vorteilhafte Gesellschaft sei. Und das soll ergeben, was eine gerechte Gesellschaft sei. Und das ist für den Kommunitarismus absurd. Denn der sagt, menschliche Moral oder politische Gerechtigkeit existiert gar nicht losgelöst von den gelebten Moralvorstellungen einer sittlichen Tradition. Damit greift er zunächst einmal den Liberalismus an. Das typische Bestreben des westlichen Liberalismus nach individualistischer Moralbegründung, nach weltanschaulicher Neutralität, ist für den Kommunitarismus verfehlt. Und ebenso verfehlt ist für ihn der Kontraktualismus. Wenn er, wie bei Rawls und auch bei Harsanyi, aus dem Wahlverhalten abstrakter, rationaler Optimierer ohne jegliche kulturelle Einbettung gerechte Grundsätze erschließen will. Dieser ganze Gedankengang kann für den Kommunitarismus zu nichts Vertrauenswürdigem führen. Nur ein konkreter, in eine moralische Kultur eingefügter Mensch kann Moralsubjekt sein. Nur die Tradition einer bestimmten, gehaltvollen Sittlichkeit kann so etwas wie Gerechtigkeit entstehen lassen, begreifbar werden lassen. Da wirken vor allen Dingen bei diesen Leuten aristotelische und auch hegelianische Überzeugungen mit. Das ist sehr hegelianisch. Während Rawls eher ein Kantianer ist. Diese Trennung spüren Sie hier wieder. Kommunitaristen sagen, ein solcher idealer, fairer Urzustand mit amoralisch-rationalen Entscheidern führt zu gar nichts. Eine abstrakte Fairness à la Rawls kann keine gehaltvolle Gerechtigkeit liefern. Und das merkt man, würden diese Leute sagen, daran, dass man sich gar nicht einig werden kann, was da rauskommen soll. Dritte Kritiklinie, die Diskurstheorie. Die werden wir nächste Woche vertiefen. Da werden wir insbesondere Karl Otto Apel und Jürgen Habermas kennenlernen. Und deren Grundkritik lautet, gerechte Normen kann man nicht herleiten, indem man eine fiktive Wahlsituation rekonstruiert, sondern nur, wenn man einen realen Diskurs durchführt. Maßgeblich ist nicht, wozu sich hypothetische Urzustandsteilnehmer in einer fairen Ausgangssituation aus amoralischem Eigeninteresse entscheiden würden,
sondern maßgeblich ist allein, worauf sich echte Staatsbürger in einem fairen Diskurs mit moralischen Argumenten einigen. Lernen wir nächste Woche genauer kennen. Das sind drei sehr verschiedene Kritiken am modernen Kontraktualismus, namentlich an Rawls. Untereinander sind die sich aber völlig uneins, das muss Ihnen klar sein. Liberalismus und Kommunitarismus sind sich spinnefeind. Da haben sie einmal eine individualistische Moralbegründung aus den Freiheitsrechten des Einzelnen, einmal eine kollektivistische Moralbegründung aus dem Sinngehalt einer Tradition. Und Rawls verstößt gegen beides. Deshalb mögen beide ihn nicht. Rawls setzt eben nicht die Freiheit absolut, wie das ein Nozick gerne hätte, und er bezieht Traditionen nicht ein, wie das ein Sandel, ein McIntyre, ein Walzer, ein Taylor gerne hätte. Und die Diskurstheorie wieder, könnte man sagen, steht nochmal zwischen den beiden. Die sieht den Einzelnen durchaus in intersubjektive Diskurszusammenhänge eingebettet, anders als der Liberalismus, anders als Rawls, da steht das Individuum mehr oder weniger isoliert im Zentrum. Aber die Diskurstheorie glaubt nicht an die Unhintergehbarkeit kollektiver Moraltraditionen. Das kann alles kritisiert und hinterfragt werden in der Diskurstheorie. Das ist dann wieder anders als im Kommunitarismus. Das werden wir eben nächste Woche genauer kennenlernen. Vielen Dank und bis dahin.